Ja, Sommer ist immer die Zeit, in der wir natürlich auch gerne lesen. Und als regionaler Sender stellen wir natürlich regionale Literatur vor. Und unsere Fachfrau ist Chantal Holzknecht. Danke, dass wir da sein dürfen. Und du hast uns regionale Geschichten mitgebracht. Womit starten wir? Wir starten, also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte erstmal allen Leuten danken, dass sie uns alle so unterstützt haben in den letzten Monaten. Und das ist jetzt leider schon 1,5 Jahre. Und wir hoffen doch einfach, dass wir wieder in die Normalität kommen irgendwie und sowas. Und um einen weiteren Schritt in die Normalität zu finden, habe ich dir heute 3 Bücher mitgebracht, die in der Eifel spielen. Mhm. Oh was. Also und diesmal keine Krimis, weil Eifel-Krimis kennt ja jeder. Den großen Herrn Jack Berndorf muss ich nicht erwähnen. Und deswegen dachte ich, ich bringe dir heute mal die Frau Barlis mit. Genau. Frau Barlis, glaube ich, hat direkt 2 Bücher geschrieben. Also Frau Barlis hat schon mehrere Bücher geschrieben, alle in der Eifel spielen. Frau Barlis kommt aus der Eifel, ist der Eifel ihrer Heimat sehr, sehr, sehr verbunden und arbeitet einfach auch ein bisschen Eifelgeschichte auf und sowas. Und deswegen habe ich jetzt 2 Bücher mitgebracht, weil das eine ist so dieses geschichtliche Aspekt, wo man auch nochmal diese raue Eifel auch so kennenlernt und einem nochmal bewusst wird, was die Menschen eigentlich in der Eifel eigentlich für ein hartes Leben geführt haben und was ganz Aktuelles, was uns alle unmittelbar betrifft und betreffen wird weiterhin auch. Genau, das ist erstmal die Ute Barlis. Mhm. Dieses gerade erschienene oder relativ neue Buch von ihr, geh noch mal ein bisschen auf den Inhalt ein, denn das finde ich sehr, sehr spannend. Also es geht um einen Mann, Bertram M. wird er genannt. Bertram M. ist in der Vulkaneifel zu Hause, also wirklich bei uns vor der Tür. Und er ist ein großer Naturfreund und er sieht einfach für ihn ist diese Vulkaneifel mit all dem, was dazugehört, mit dem Gesteinen, mit den Pflanzen. Das ist für ihn was ganz, ganz Wertvolles, ganz was Wichtiges und sagt auch, das macht meine Heimat aus. Und eines Tages verschwindet Bertram M. Und der Erzähler dieser Geschichte nimmt uns mit auf die Reise, auf die Suche, was ist eigentlich passiert mit Bertram M., wer war das und was hat ihn angetrieben. Und es wird einfach klar, dass Bertram M., dieser Abbau des Vulkangesteins und dieses Verschwinden der Natur mit ihm einhergeht, ja, und dass ihm da irgendwas verloren geht und er irgendwie auch verloren geht. Ich weiß gar nicht, ob das vielen Menschen in unserem Sendegebiet so bewusst ist, dass die Vulkankegel tatsächlich abgetragen werden und ja, die Landschaft sich dadurch wirklich massiv verändert. Ja, aber wir haben ja auch zum Beispiel ja auch dieses Problem, wenn dieses ganze Vulkangestein, was unterirdisch abgebaut wurde in der Vergangenheit, ja, das führt ja auch dazu, dass ja auch die Straßen alle unterbaut wurden, ja, dass man Ortsteile hat, die quasi auf einem Hohlraum stehen, ja, und sowas. Und das ist schon erschreckend auch. Und das erzählt Frau Barlis sehr, sehr gut in einer sehr ruhigen und auch nicht in einer schätzingmäßigen Thriller-Variante, aber es macht schon was mit einem und es macht einen schon nachdenklich und es zeigt, öffnet einem aber auch nochmal die Augen, in was für einer tollen Gegend, Landschaft wir leben. Genau, ich glaube, das ist eben etwas, wo die Bücher uns sowieso ja immer mitnehmen können. Und tolle Landschaft ist natürlich ein anderes Stichwort. Maria Laach, ein Ort, den, glaube ich, bei uns ja eigentlich alle lieben, oder? Ich glaube, es gibt kein Kind und keinen Jugendlichen, der nicht an Maria Laach vorbeigekommen ist, in seiner Jugend mindestens 5-mal den Laacher See umwandern durfte. Und auch, ich hoffe auch, der ein oder andere wirklich die Möglichkeit hatte, sich schon mal eine Führung in der Benediktinerabtei hat ansehen zu können. Und das Gartenhaus und sowas ist ja legendär. Ja. Ja, und sowas. Moritz Heger nimmt uns in seinem Buch Aus der Mitte des Sees, nimmt uns mit in die Benediktinerabtei. Es geht um einen Benediktiner, es geht um einen Mönch, der dort lebt und er zeigt uns auch wenn man sich für diesen Lebensstil entschieden hat, der nicht einfach ist, ja, auch diese Menschen kommen immer wieder an Punkte, wo man sich wieder in Frage stellt, ist dieser Lebensweg eigentlich richtig? Und ist das wirklich, was ich möchte? Und das macht er in einem so unglaublich schönen und ruhigen Ton. Es ist nicht langweilig und so, aber es ist wie Maria Laach, wie du vorher auch sagtest, so, es entschleunigt einen und es wirft einen auch dadurch, also es zeigt, dass man auf sich zurückgeworfen werden kann durch Ruhe. Ja, und dann auch nochmal, was ja auch zu unserer Zeit passt, die Frage, lebe ich das Leben, das ich leben möchte, mit all den Bedingungen und auch in dieser Ausschließlichkeit?
Und da nimmt er uns sehr, sehr gut mit. Regionale Autoren, regionale Bücher, die trotzdem mit viel Tiefgang uns vielleicht auch neue Ideen und Gedanken geben können. Ich sage für heute erstmal Dankeschön. Nächstes Mal geht's weiter auf der Festung Ehrenbreitstein und da gibt es natürlich historische Literatur.